Manche beginnen damit schon vor dem Laufen und zwar mit äußerster Hingabe, den Dehnübungen für den Oberschenkel und für die Wadenmuskulatur. Verweigerer gibt es auch, aber die haben nicht selten ein wirklich schlechtes Gewissen. Wer hat nun recht? Über das Dehnen streitet die Wissenschaft seit Jahren. Die einen sagen, dass ein regelmäßig gedehnter Muskel weniger verletzungsanfällig sei, andere bestreiten das und warnen sogar davor, dass man mehr Verletzungen bekommen könnte, wenn man regelmäßig dehnt. Interessant ist, dass Sportler mit verhärteten Muskeln fast instinktiv Streckübungen machen. Ich lasse Läufer, die schlecht beweglich sind, daher regelmäßig dehnen. Wer hingegen überbeweglich ist, der braucht das nicht zu tun. Wichtig ist in jedem Fall der richtige Zeitpunkt für das Dehnen. Dehnen Sie die Muskeln dann, wenn sie warm sind. Also nach dem Training. Und halten Sie die Dehnspannung auf keinen Fall zu kurz. 20 Sekunden sind ideal. Schmerzen sollten Sie dabei allerdings nicht verspüren. Das würde den Muskel zur Gegenspannung zwingen. Wenn Sie nach intensivem Training oder nach einem Wettkampf das Gefühl haben, dass Sie sich womöglich zu viel zugemutet haben, dann verzichten Sie bitte auf intensives Dehnen. Überlastungen führen zu kleinen Rissen in der Muskulatur und diese könnten durch das intensive Dehnen sogar noch verstärkt werden.